Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Maschmädels. Schön, dass du wieder dabei bist, ihr wieder dabei seid und wir ein paar schöne Minuten miteinander verbringen können. Ich hoffe, ihr habt alle was zu trinken und zu stricken bei euch und ja, ich bin hier umrundet von diversen Stricksachen. Es ist nicht so viel, also es ist immer noch genug zum Zeigen, denke ich, aber irgendwie habe ich in der letzten Zeit sehr viele Großprojekte gestrickt und ja, das sieht man dann an Menge, also dass man nicht so viele Sachen hier hat. Ja, wo fange ich mit an? Ich weiß es gar nicht, wie immer. Meine Veröffentlichungen vielleicht. Ich habe ja also nicht letzten Freitag, sondern davor den Freitag den The Easy 3 Shawl, also The Easy 3 heißt er, die einfachen 3, rausgebracht. Das war der hier, den habe ich euch das letzte Mal schon gezeigt, da werde ich jetzt nicht lange vorstellen. Das war einfach dieser aus 3 Knäuel, die man hat, gestrickter Schal mit 3 Mustern. Habe ich euch schon oft genug jetzt vorgestellt, denke ich. Aber die Anleitung, die ist veröffentlicht und könnt ihr ab sofort in meinem Ravelry Store kaufen. So, genau. Der Name meines Ravelry Stores ist Maschmädels Design. Findet mich aber auch unter Sandra Bufe, aber ich verlinke das auch alles in den Shownotes hier unten drunter. Die zweite Veröffentlichung, die ich gemacht habe, ist der Slipperlover. Den habe ich euch auch schon gezeigt, werde ich jetzt auch nicht von vorne vorstellen. Aber ich habe ihn halt heute mal an, dass ihr seht, wie der sitzt und ja, wie der sich trägt. Ich bin total zufrieden mit dem. Das Einzige, was ich bei meinem jetzt so habe, sind die Ärmel sind ein bisschen sehr lang geworden, aber ich habe lieber zu lange Ärmel als zu kurze. Also das ist mir dann schon lieber die, ja, und so lang. Wenn ich jetzt hier so sitze, finde ich es gar nicht so schlimm. Ne? Seht ihr das? Ja, also es ist vielleicht so ein Stück, aber dafür mache ich den nicht nochmal auf. Genau, den habe ich an. Zeige euch den nochmal ein bisschen so. Heute wieder in Jogginghose. Genau, hinten sieht der genauso aus. Hat einfach überall dieses Hebemaschenmuster. Das ist wichtig zu sagen, das ist kein Colorwork im klassischen Sinne mit 2 Fäden gestrickt, sondern alles mit einem Faden gestrickt und eben Hebemaschen. Zunahmen werden hier in den glatt rechten Reihen gestrickt und der hat überall doppelte Bündchen, was ich sehr schick und edel finde. Kann man an den Ärmel noch mal gucken. Genau, ich finde das sehr, sehr schön mit dem Abschluss hier auch. Ich kann euch den auch mal von innen zeigen, auch da sieht es nämlich schön aus. Da gibt es hier so eine Naht. Ich finde, das sieht echt fast schon wie gekauft aus. So irre. Dazu habe ich euch auch ein Video gemacht. Das findet ihr auch auf meinem Kanal hier. Das heißt doppeltes Bündchen stricken beim Slip Pullover. Also der Name übrigens, Slip Pullover, den habe ich gewählt wegen Slip Stitch. Aber ich habe Slip Pullover und mit einem Peno geschrieben, also Slip Pullover. Naja, einfach weil ich Slip und Pullover zusammenbringen wollte und das so eine
Ja, an den Slip-Over, sagt man ja heute. Es gibt ja diese, habe ich das letzte Mal schon erzählt? Weiß ich nicht. Ich erzähle es jetzt trotzdem nochmal. Diese ja, Westen. Für mich waren das immer Westen. Die nennt man ja heute Slip-Over. Und ja, deswegen habe ich den Slip-Over. Also ich mag dieses Wort nicht gerne so. Und deswegen halt der Slip-Over. So, genau. Wenn ich dran denke, stelle ich euch jetzt hier gleich auch die Teststricke der Testerinnen rein, oder ich stelle das am Anfang oder am Ende vom Video, das weiß ich jetzt noch nicht genau. Ich gucke mal, wie ich dran denke. Die sind nämlich auch wunderschön geworden, wirklich einer schöner als der andere. Die haben alle total fantastische Farbkombinationen genommen und die sind einfach herrlich, herrlich anzuschauen. Ja, also die Anleitung, die Kaufanleitung, genauso wie der The Easy 3, findet ihr auf meinem, so ist über den Reverie-Account, Reverie, in meinem Reverie-Store, genau. Jetzt eben waren wir bei YouTube und, oh Gott, Instagram, da kommen wir völlig durcheinander. Ja, genau, so viel dazu. Gestrickt hatte ich den aus West Yorkshire Spinners, die Anleitung ist aber so geschrieben, dass ihr jedes Garn mit einem Garngewicht von 300 bis, was habe ich geschrieben, 3, oh, andersrum. Oh, jetzt bin ich aber ein bisschen durcheinander. Moment, langsam. Jedes Garngewicht von 450 Metern bis 300 Metern nehmen könnt. So. Also, weil die, man kann wahrscheinlich auch noch mit dünnerem oder dickerem Garn stricken, aber die Anleitung ist halt so in dem Bereich, sage ich mal, getestet. Und genau, die Anleitung ist halt individuell mit ein paar Berechnungen und deswegen kann man auch jedes Garn verwenden, das man möchte. Muss sich dann nicht an mein Garn und meine Maschenprobe halten, aber ihr müsst schon eine Maschenprobe dafür machen. Aber das kann man auch lernen, toll zu finden. Ich habe hier heute auch zwei Stück liegen. Das ist ein kleiner Teaser. Zwei Maschenproben. Das ist schön, wenn man später mal, ich kann euch vielleicht mal nächste Mal oder so ein Packen meiner Maschenproben mitbringen. Ich habe mittlerweile so ein Packen. Und manchmal schaue ich mir die durch und finde das total spannend, was ich denn da alles schon gestrickt habe. So, das hat schon was. Ja, genau. So viel dazu. War da noch was zu sagen? Video habe ich euch gesagt. Also das Muster ist auch ganz einfach zu stricken. Das ist überhaupt null schwer. Ja. Dann, den hattet ihr ja auch schon gesehen, mein grauen langes Tuch. Da muss ich auch noch mal was zu sagen erstmal. Also das ist noch nicht im Teststrick. Die Anleitung habe ich auch noch nicht geschrieben, aber es wird, denke ich mal, die nächste werden. Das hat großen Anklang bei euch gefunden. Das war sehr schön zu sehen, also da Rückmeldung zuzubekommen. Das hat großen Anklang gefunden. Ja, also es gibt wohl schon viele Großtuchliebhaber unter euch. Ja, da, so sieht, das sieht schön aus, ne? Oh, da kommt das Muster mal richtig gut zur Geltung. Mal gucken wir in der anderen Farbe. Oh, das andere Muster auch. Ja, da haben wir mal beide.
Oh, das ist ein schönes Licht jetzt hier auch. Mich verstecken. Ja, also das werde ich dann als nächstes in Angriff nehmen. Aber ich habe vorab jetzt gerade ja einen Testtrick gestartet, eigentlich heute gerade erst. Und den habe ich euch noch nicht gezeigt. Also das fertige Projekt nicht. Da bin ich auch mit all der englischen Anleitung noch nicht durch, deswegen muss der Schall noch ein bisschen warten. Aber ich habe soweit das angefangen werden kann zu testen. Achso, falls ihr euch wundert, es ist hier kein Abziehbild. Ich habe ein neues Tattoo bekommen. Und also einen neuen Teil an meinem Arm. Deswegen sieht es so dunkel aus jetzt und irritiert mich selber gerade, wenn ich hier so am Rumhampeln bin. Ist noch ganz frisch. Ja, genau. Dann fangen wir an mit dem neuesten Teststrick. Da zeige ich euch jetzt allererstes die Wolle. Also sagen wir mal so, das, was davon noch über ist. Ich hatte ganze 5 Stränge von dem wunderschönen Fiete-Garn von der Karin. Das kennt ihr ja mittlerweile bei mir und ich mache unermüdlich weiter Werbung, weil das einfach toll ist. Ihren Shop findet ihr auf Palundo. Und ich verlinke den wie immer unten in der Infobox. Ne? So, genau. Und ich habe hier eine Wolle von ihr. Das ist ein 365 Meter auf 100 Gramm Garn, Fine Organic Merino Garn mit 20,5 Mikron. Und da habe ich, das ist also alles ein, also das sind 2 Stränge jetzt, die ich noch über habe. Also nicht Stränge, 2 Knäuel, die ich noch über habe von dem ganzen 500 Gramm, die ich hatte. Schade, dass ich. Vielleicht finde ich da auch noch mal ein Bild und mache ich mein Bild. Also, die Stränge sahen auch total toll aus. Das ist jetzt hier echt nur noch hingewurschtelt. Ne, ist nicht ganz so doll. Ja. Diese beiden Knäuel haben tatsächlich auch einen farblichen Unterschied. Das ist ja bei selbst gefärbten Garnen so. Da muss man mit rechnen. Das ist tatsächlich gräulicher und das ist bräunlicher. Hat aber super geklappt. Also ich habe das dann eingefädelt und ich überlege mir dann immer, anfangs gucke ich mir die Stränge an. Vielleicht mal als Tipp, falls jemand nicht so genau weiß, wie. Schau mir die Stränge so an, was ich meine, welche Reihenfolge da gut wäre. Also ich würde jetzt nicht einen gräulichen nehmen, einen bräunlichen, dann wieder einen gräulichen, sondern ich würde die schon so verlaufen lassen und dann, also mit dem bräunlicheren anfangen und dann das Grau zum Ende oder eben an Anfang setzen oder aufheben für eine Knopfleiste oder für, wenn ich jetzt einen, sage ich mal, habe, wo ich nicht mehr viel von brauche, aber der ist anders als die anderen, dann würde ich den immer für ein Bündchen zum Beispiel nehmen oder eben eine Knopfleiste hier oder ja, Ärmelbündchen oder Körperbündchen oder auch für einen Kragen, weil ihr, sobald ihr ein anderes Muster habt, wirkt die Wolle sowieso anders farblich und dann fällt ein Farbunterschied nicht so doll auf. Ich hoffe, ich habe das verständlich erklären können. Ja, das habe ich hiermit auch gemacht und ihr werdet jetzt gleich selber sehen, ob das geklappt hat oder nicht. Vorerst zeige ich euch meine Maschenprobe. Die ist nicht so, wie die in der Anleitung sein soll, werden soll, aber das spielt jetzt keine Rolle. Die habe ich ja so gemacht. Das ist meine Maschenprobe. Da sieht man schon, wie schön dieses Garn ist. Wobei es jetzt zu hell. Also sieht man das Muster besser, ne? Genau. Hier sind Zöpfe, ein bisschen Lace, bisschen Perlenmuster. Und so ist aber das Garn eher von der Farbe. Ach, guck mal so. Da sieht man das Garn besser. So das Muster, so das Garn. Das ist ja witzig. Das ist schon ganz cool. Ich habe mich ein bisschen anders nochmal gesetzt heute und irgendwie kommt das ziemlich gut. So, das war mein Probeläppchen. Und da war ich schon total begeistert. Das fand ich schon so schön. Ich konnte kaum abwarten, dass er trocken war und ich lostrinken konnte. Ja, und ich hatte geplant, einen Cardigan zu stricken und ich wollte einen mit einem schönen Muster hier, mit schönem Muster hinten. Ich wollte nicht viel glatt rechts, weil da muss man ja so viele linke Maschen zurückstricken. Deswegen habe ich mich für ein Perlmuster entschieden. Und ich wollte einen langen Cardigan und einen, an dem ich auch was länger stricke. Und ich hatte dann irgendwann auch die Idee, Taschen ranzumachen. Und die Ärmel sollten auch nicht langweilig werden. Das alles habe ich geschafft.
hier die Püppi. Guck mal, wie ich euch die so nacheinander zeigen kann. Ein bisschen rutschen hier. So ein bisschen Spannung halten. Das ist oben. Das ist der Ausschnitt. Also mit so einem quasi V. Ja, nennt man das dann V-Ausschnitt auch bei einem Cardigan? Weiß ich gar nicht. Also, ne? So. Genau, so sehen wir den schon mal oben. Der hat einen kassenförmigen Schnitt wieder, mit aber ein bisschen abgeschrägten Schultern. Hört ihr mich noch? Abgeschrägten Schultern. Püppi ist tatsächlich zu schmal für ihn. Das ist eine Größe L, aber schon auch mit viel mehr Weite. Ich muss mal so sagen. Genau, also hier so die Schultern. Jetzt zeige ich euch, wie ich ihn weiter gestrickt habe. Knöpfe sind schon dran natürlich. Und er ist sehr, sehr lang. Kann ich gar nicht ganz hoch zeigen, weil hier eine Dachschräge ist. Und da seht ihr Taschen. So, dann einmal von hinten. Das ist er von hinten. Habe ich ihn jetzt hier fest. Mein Gott, ist nicht so einfach. Ja, auch ziemlich lang. Da ist Ende, genau. Das ist er von hinten. So sieht er aus, ne? Also hier hat man eigentlich so die Schultern. Ja, hier auch Perlmuster. Hier hinten das Muster dreimal wiederholt. Zöpfe an der Seite. Und einem Perlabschluss hier auch komplett rumgehend. Und an den Ärmeln, damit die nicht so langweilig werden. Moment. Auch nochmal ein Musterpanel obendrauf. Das finde ich auch sehr, sehr hübsch. Das gefällt mir auch sehr gut. Das kann man auch nochmal irgendwie anders verwenden, finde ich. Ja, und die Wolle, was soll ich sagen, ne? Also guckt euch das selber an. Seht ihr den Unterschied der Knäuel? Also ich sehe es nicht. Also hier würde man sagen, hier sind so ein paar Streifen, da habe ich wahrscheinlich eingefädelt, aber das ist nicht der Rede wert. Das ist sehr dunkel jetzt, sehr hell jetzt hier, aber ja, genau. Ja, ein wunderschönes Teil geworden, finde ich. Ich bin selbst total verliebt. Habe so ein bisschen Sorge gehabt, ob die Farbe mich zu blass macht. Jetzt hier, in der Kamera sehe ich irgendwie immer blass aus, weiß ich auch nicht warum. Aber sobald ich jetzt ein bisschen Farbe von der Sonne oder so kriege, wird er mir auch stehen. Das habe ich schon ausgemacht. Genau. Ja, was soll ich sagen? Ach, der hat da, genau, der hat, ach, wisst ihr was, ich nehme den mal runter hier. Umgekippt. Was er noch hat, also ich wollte ja alles irgendwie so ein bisschen ausklügeln. Hier unten habe ich auch beim Abschluss drauf geachtet. Also hier sind alles zwei rechts, zwei links gestrickt, aber bei den Mustern selber habe ich schon geguckt, dass das so ausläuft. Also dass diese Streifen hier auslaufen. Seht ihr das hier? Und das dann halt ein bisschen anders verteilt, dass die und dann, dass die Zöpfe bis nach unten gehen. Das gleiche habe ich vorne. Mal gucken. Vorne auch gemacht. Genau. Da sieht man, dass da ein bisschen breiterer Streifen ist, aber das liegt einfach daran, dass ich die Verteilung geändert habe. Genau. Ja, und die Taschen, die wollte ich euch auch nochmal zeigen. Finde ich auch mega schön. Also ich finde es auch gerade cool, dass die durch das Gewicht vom Cardigan, obwohl der wirklich relativ, also für so einen langen Cardigan ist der völlig in Ordnung, ist nicht besonders schwer. So. Dass hier dieses Innen habe ich ja dann die Tasche glatt rechts gestrickt und dass das dann nochmal als Kontrast zu dem Perlmuster hier so aufkommt, das finde ich irgendwie total stark. Ich hatte tatsächlich überlegt, hier auch noch einen Rand dran zu machen, aber ich finde es einfach so wie es ist, muss es sein. Ich finde, so ist genau richtig. Andere Seite sieht genauso aus, also es passiert einfach beim Machen. Innen sind die Taschen. Mal gucken, hier. Einmal, also hier oben ist der Eingriff von der anderen Seite und da sind die einfach ans Gestrick genäht. Das ist auch ganz einfach. Genau, die sind nachträglich dran gestrickt. Also das erkläre ich dann aber alles in der Anleitung. Ja, und das dann bin ich in Wollladen gefahren. Ach, in Wollladen. In unseren örtlichen, wie heißt das denn da?
Änderungsschneiderei. Und die haben ja immer nur so, erzähle ich jedes Mal, glaube ich, eine begrenzte Auswahl an Knöpfen. Und ich finde immer die passenden Knöpfe. Immer. Wirklich immer. Und es ist so toll, dass die nicht so unendlich viel haben. Und ihr habt es ja schon gesehen, aber ich zeige es euch nochmal näher. Ich fand die einfach perfekt passend. Und wie immer bei mir ist es so, dass ich die Knöpfe kaufe und von der anderen Seite verwende. Also von der Seite sind die so leuchtend und haben hier noch so einen Rillenrand. Das gefiel mir überhaupt nicht. Und hier sehen die so ein bisschen natürlich, ja, so ein bisschen steinig ja schon fast aus. Mal hier ein bisschen näher holen. Machst du das mal scharf? Hallo. Hallo. Nee, will er nicht. Ja, da war ich dann natürlich auch. Also ich finde, ich höre immer wieder, dass Leute das nicht schaffen, Knöpfe zu kaufen für ihre Sachen. Also es liegt dann so lange rum. Hab ich neulich auf Instagram mal gefragt, weil ich hatte meinen Jorge Locatelli mit dem Mohair und den Streifen an. Weiß jetzt nicht mehr. Den haben wir sehr viele gestrickt und viele haben mir auch geantwortet und einige dann, ja, der ist so und so lange fertig, aber mir fehlen noch die Knöpfe. Das ist so schade. Das ist so schade. Für mich hat das wirklich auch, das ist so ähnlich wie bei mir bei den Maschenproben, hat das, die Maschenproben setzen so den Anfang von so einem Projekt, so sich an die Wolle ranfühlen. Ich muss einfach nochmal Werbung für Maschenproben machen. Ans Muster herantasten, gucken, ob die Nadelstärke gut ist, also ob mir das Muster damit gefällt. Das macht so den Anfang aus. Und die Knöpfe aussuchen, wenn man jetzt Knöpfe hat, oder auch Fäden vernähen, wenn man keine Knöpfe hat, sind dann so die Abschlussarbeiten, die dem Ganzen nochmal so die Krone aufsetzen. Und ich mache das, also ich vernähe nicht gerne Fäden, versteht mich nicht falsch, aber es gehört für mich dazu und es gibt dem den Abschluss so. Und genauso ist das dann, wenn ich also noch Knöpfe brauche, ist das so, das zelebriere ich fast schon. So, ob ich euch noch ans Maschenproben stricken kriege, ich weiß es nicht. Ein paar machen es ja ganz gerne, ne? Aber ich höre immer wieder, ja, bin ich aber selber schuld, hat nicht gepasst, habe keine Maschenprobe geschickt. Ja, was soll ich da sagen? Sind viele, viele Arbeitsstunden umsonst gewesen, ne? Ja. Also, dieser Cardigan natürlich wieder ohne Namen, aber da überlege ich mir noch was. Das ist der Teststrick, der heute anfängt. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt, was da so für Teilchen rauskommen. Erste Fehler wurden auch schon entdeckt in der Anleitung jetzt. Und ja, der hat mir super Spaß gemacht zu stricken. Ich habe den komplett monogam gestrickt. Ja, habe ich gemacht. Und Garn, perfektes Garn von Karin. Ja, Fine Organic Merino habe ich gesagt. Nee. So. So viel dazu. So viel habe ich jetzt auch gar nicht mehr. Das ist ein Ding, ne? Ich zeige euch mal vorab, bevor es ans zweite und letzte Strickstück geht, quasi, was ihr noch nicht kennt. Ich habe Wolle gefärbt. Und zwar war mir bei dem ganzen Shit, der auf Erden oder auch in Europa passiert, irgendwie nach Farbe. Ich brauchte endlich mal wieder Farbe. Ich wollte bunte Stränge färben. So. Und wenn Sandra bunte Stränge färbt, sieht das, ich finde, das ist der erste Strang, ne? Sieht das bunt, sieht bei mir dann so aus. Ah, der kommt jetzt viel bunter bei euch rüber. Ne, 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 ne. Der kommt sehr rötlich. Aber naja, ihr seht schon, also eigentlich ist der bräunlicher als das, was ihr jetzt da seht. Aber ihr seht, das sind alles gedeckte Farben, ne? Da ist nichts schreiend, bunt, grell oder sonst was. Alles gedeckt. Was hat die Kamera denn heute hier? Ich glaube, das falsch eingestellt. So, das war der zweite Strang. Ganz ehrlich, die wirken knalliger jetzt in der Kamera. Da könnte man ja noch sagen, das sei bunt. Ja, also aber auch sehr gedeckte Farben, aber gefällt mir auch richtig gut. Mal einen aufmachen hier. Seht ihr das? Ah, ist schon cool, ne? Hat was. Habe ich schon ganz gut hingekriegt, aber nicht das, was ich wollte, ne? Den sehe, will ich den sofort anstricken.
Wer hat das? Ja, jemand hat mir bei Instagram geschrieben, wieso, das sei doch Straßenköter bunt. Hat man zu meiner Haarfarbe auch immer gesagt. Straßenköter blond. Mittlerweile wird es eher Straßenköter grau. Aber ja, so ist das halt. Ne? Habe ich kein Problem mit. Verstehe ich nicht. Jetzt mal im Ernst, könnt ihr mir da mal was zu schreiben in die Kommentare? Ich lese das immer wieder, dass Leute, wie sagt man heute? Gedisst? Keine Ahnung, wie sagt man heute? Gott. Also, dass Leute komische Kommentare kriegen, sage ich mal, weil sie graue Haare haben und sich die nicht färben. Ich verstehe das dann nie. Also für mich ist das so, das gehört ja dazu, das ist ja normal, dass man graue Haare kriegt. Und klar, man kann sich die färben oder auch nicht. Ich habe beschlossen für mich, ich mache das nicht. Also ich habe schon viele Jahre keine Farbe mehr in der Haare. Die sind halt, wie sie sind und werden, wie sie werden. Aber dafür dann komische Kommentare zu kriegen, kennt ihr das? Also es ist mir völlig fern, warum man das macht. Also was das für ein Scheiß-Hype. Entschuldigung, aber da könnte ich mich voll drüber aufregen über sowas. Also zum Beispiel mein Mann, der hat ganz heftig graue Haare. Ich finde es wunderschön. Super toll. Wenn er sich die färben, würde ich ihm was anderes erzählen. Aber ich glaube, bei Männern ist es auch wieder was anderes. Ne? Es geht, glaube ich, um Frauen mit grauen Haaren, dass das wohl nicht geht oder so. Also, Trends gibt es ehrlich, das fasse ich nicht. Egal, wir gucken uns erstmal weiter schöne bunte Wolle an. Ja. Mein Gott, sieht der toll aus in der Kamera. Könnte ich mir jetzt die ganze Zeit in der Kamera angucken. Das macht das Video ja auch für mich, ne? Da kann man ruhig mal ein bisschen länger hier reinhalten. Oh. Ja, gut. Ich will euch ja auch nicht ärgern. Ich habe noch einen dritten Strang gefärbt und der ist dann ein bisschen bunter geworden. Also im Vergleich, nehmen wir den nochmal zusammen. Einigermaßen. Kriege ich jetzt auch nicht hin. Aber im Vergleich, oh jo, ist der deutlich bunter. Das sind genau die gleichen Farben. Nur habe ich hier die Farben länger ruhig stehen gelassen und nicht bewegt, sodass sie sich in Braun veränderten, sondern ja, habe da einfach mal ein bisschen mehr Geduld gehabt. Moment. Hier läuft was falsch. So. Das ist der andere. Ja, ist schon krass, ne? Das ist schon krass. Also es tut mir leid, aber in der Kamera sehen die noch mal viel, viel besser aus als in echt. Die sehen ja schon fast aus wie so Kunstwerke. Ich stricke was raus und gucke mir das dann immer nur in der Kamera an. Nein, also genug geredet jetzt darüber oder gezeigt. Ich habe einen Plan auch schon mit zwei dieser Stränge. Also dieser hier, der ist zu sehr anders als die anderen. Deswegen wird der wahrscheinlich nicht genommen. Die beiden habe ich geplant mit, also nicht mit dem Garn, was ich euch jetzt zeige. Das hier ist große Wolle, 100% Alpaka. Das habe ich im Strickcamp bekommen, in der Goodie Bag. Das ist auch super schön. Genau, es ist eher so, wie es jetzt sieht, so ein bisschen beige-braun, ein bisschen dunkler sogar noch und passt, finde ich, super als Kontrast hierzu. Aber ich habe eben nur diesen einen Strang und es ist mir auch ein, ich weiß nicht, ob das ein bisschen, little bit kratzt, so. Und deswegen lasse ich mir von der lieben Frau Wollkekse in der nächsten Woche oder übernächsten Woche ungefähr in der Farbe was färben. Und werde dann damit den Ghost Horse Sweater von Andrea Mowry. Nein, nicht Andrea Mowry. Ghost Horse. War der von Caitlin Hunter, oder? Der war von Caitlin Hunter, ne? Ja, ich glaube Caitlin Hunter. Bin ich jetzt. Ich habe sie schon gekauft, die Anleitung, aber ich weiß es gerade. Aber ich glaube von Caitlin Hunter. Den Ghost Horse Sweater stricken. Das ist so ein All-Over Colorwork Sweater, wo eben die Muster aber in dem Hellen gehalten sind und das so quasi den Hintergrund bildet. Eigentlich nimmt man dafür so ein Verlaufsgarn. Das sieht auch sehr schön aus. Ich hoffe, das wird nicht zu unruhig.
Aber ich fand die Kombination einfach toll. Wobei ich jetzt auch tatsächlich finde, in der Kamera wirkt es nicht so toll, die Kombi, wie in Natur. Da finde ich es jetzt so viel besser. Egal. Auf jeden Fall, das ist mein Plan, um mal wieder ein Fremddesign zu stricken. Ja, ich habe nämlich in letzter Zeit dann doch, also ich habe halt noch ein paar Sachen so da rumliegen, die ich euch noch nicht zeigen möchte, weil ich finde, es wird dann zu viel alles und ich muss mich mal ein bisschen zurücknehmen mit, ja, mit Design. Also es hört sich total doof an, aber ich habe so viele Anleitungen, die ich auch gut finde und das heißt testen lassen möchte und veröffentlichen möchte. Aber das wird mir zu viel vom Gefühl her, wenn ich die alle so auf Halde habe. Ich schreibe, kann ja nicht alle auf einmal dann schreiben und dann überfordert mich das. Und deswegen habe ich mir gesagt, es gibt jetzt so einen Designstopp und ich ja, stricke entweder für mich selber was ich selber entwerfe oder eben Fremddesigns. Und deswegen der Ghost Host Sweater. So. Das haben wir. Genau, das ist auch die richtige Überleitung, weil ich stricke einen Cardigan für mich. Ich habe ja den hier gestrickt und in Anlehnung daran habe ich von der Passform einen gleichen gestrickt. Also noch nicht fertig, aber ja, da wird alles ähnlich, nicht vom Muster, aber von der Passform, außer das Revers hier. Genau. Da zeige ich euch mal, was ich hier habe. Ich hatte Wolle gekauft. Ich glaube, die habe ich euch nicht gezeigt, blöderweise. Oder hatte ich euch die gezeigt? Diese Schafswolle, die sehr nach Schaf noch roch. Ich hatte die in Naturtönen in Holland war ich ja auf der Messe und da habe ich so 5 Stränge von Sharp und Drag gekauft. Und zwar einen Farbverlauf quasi, aber in Naturtönen von Weiß, Creme, mehr Creme, Beige, sag ich mal, hellbraun, dunkelbraun. Genau. Und das hier ist die Firma, wollte ich jetzt schon sagen, also die Färberin oder die Färber. Und das ist ein Garn aus 50% Blueface Lester und 50% Mesham. Ja, es ist Fingering, steht hier, ist aber also 450 Meter, ist schon eher so ein Light Fingering Garn. Und ich glaube, ich muss niesen, einen Moment bitte. Entschuldigung. Und genau, die hatte ich einmal angestrickt, aber die war mir tatsächlich zu hell. Und es hätte mir überhaupt nicht gestanden. Da habe ich das geribbelt, habe die wieder ich hatte die alle schon gewickelt, die dann alle wieder zu Strängen zurückgewickelt und habe sie gefärbt. Und zwar in alle mit, also die waren ja, hatten ja schon einen Farbverlauf quasi und so habe ich alle Stränge in die gleiche Menge Farbe mit Wasser reingeschmissen, sodass eigentlich im Verlauf blieb. Wobei der tatsächlich geringer ist als bei der Originalwolle jetzt. Aber ich habe mir dann überlegt, wie ich das mache. Oh. Nee, also das ist jetzt Megabeere, was ihr hier seht. Das ist viel, viel dunkler. Also es sieht ja aus, als wäre das die Farbe, ne? Das ist dunkler. Viel dunkler. Verrückt, was die Kamera so macht. Also eher sowas hier. Ja, eher so. Ja, ohne Licht dann, ne? Ja, egal. Davon habe ich noch 2 Stränge. Da seht ihr aber einen Verlauf. Genau, oder? Sieht man den aber gut. Ist witzig. Da sieht man den jetzt besser als in Natur. Ich erzähle euch halt immer, was ihr seht oder ich sehe. Wir sehen einfach 2 verschiedene Podcasts hier. Ich meinen persönlichen und ihr das, was ihr seht. Genau, das sind hier 3 Farben und da waren aber noch 2 vorher. Genau. Und da habe ich Folgendes gemacht. Vielleicht ziehe ich ihr das auch mal eben an. Dann könnt ihr das nämlich doch vielleicht besser sehen. Also. Der ist ja noch nicht ganz, also ich kann den noch nicht schließen. Das ist auch noch voller Hundehaare. So. Genau.
Sphäre sieht so aus. Hat hier vorne ein Lace-Muster, also einfach was anderes als bei dem anderen Cardigan. Und hier fehlt aber auch noch weiß gerade nicht, wie es heißt. Also hier soll aber ein Schalkragen drum. Also hier oben, dass man den so umklappen kann. Also ein bisschen voluminell, sagt genau. Ansonsten ist die auch recht lang. Die ist ja noch nicht gewaschen. Die wird wahrscheinlich ähnlich lang wie der andere werden. Also kommt hier natürlich noch eine Blende vor und auch mit Knöpfen. Ansonsten habe ich hier ein großes Perlmuster gestrickt. Also zwei rechts, zwei links. Wollte ich einfach was anderes. Hinten, ja, quasi auch wie der andere außen Perlmuster in die das Lace-Muster. Auch bis unten drunter, unten weg. Und ja, ich habe die Länge schon fertig und einen Ärmel angefangen, wobei der hier komplett ohne Muster läuft. Den habe ich einfach rechts runtergestrickt. Stimmt auch nicht, was ich sage, den einen Ärmel habe ich schon fertig und den anderen angefangen. So, genau, den anderen werde ich heute fertig stricken, denke ich. Und ja, also auch, zieh es nochmal aus. Also ich glaube, den werde ich auch sehr lieben. Der ist von der Wolle her, hatte ich ja gesagt, 50% Blueface Lester und 50% Mesham. Das ist eine robuste Wolle, aber die kratzt nicht. Ich finde das ja immer schwierig, wenn man das sagt, aber ja, das ist bei der so. Und ich glaube, wenn man die 2 Minuten anhat oder 5 Minuten sich dran gewöhnt hat, dann ist die richtig angenehm und hält auch toll warm. Also wirklich toll. Das Einzige, was ich ein bisschen schade fand, war, dass die nach dem Färben den Schafsgeruch natürlich verloren hat. Ne? Ich musste ja, also der ist wirklich komplett weg. Es war heftig, wie ölig die noch, diese Wolle halt war. Ne? Man fühlte noch Fett, so Fett heißt es, das Wollfett so. Und eben dieser Geruch, aber dafür habe ich jetzt eine wirklich schöne Farbe. Und nein, sie ist nicht so knallig. Der ist wirklich ganz gedeckt und dunkel. Kann man sich nicht vorstellen, ne? Muss ich mal gucken, ob ich ein Foto habe, was ich euch einstelle, wie die Farbe wirklich ist. Also es ist wirklich eher ein Bordeaux-Rot. Ja, Bordeaux-Weinrot. Eigentlich dieses hier, ne? Sieht das da auch so? Ne, guck mal, da muss man kurz in die Kamera gucken. Ja, es leuchtet da auch ein bisschen. Naja, egal. Hauptsache, ihr seht so das Strickmuster und wisst, was ich hier tue. Das macht mir großen Spaß. Auch besonders, weil ich es nur für mich mache, keine Sache mitschreiben muss. Also das Mitschreiben ist manchmal schon ganz schön lästig. Wer mir dazu stimmen würde, ist bestimmt die Astrid von Rubator Designs, die, also ich sag's jetzt mal, jammert ja auch immer dazu, wieder nicht richtig mitgeschrieben haben. Und ich bin halt dann schon recht zwanghaft und versuche alles richtig mitzuschreiben, damit ich nachher nicht am Computer sitze und nicht mehr weiß, was ich mit meinen komischen Notizen gemeint habe. Aber dadurch ist es währenddessen unterbricht das immer diesen Strickfluss und das nervt. Und das hatte ich hierbei nicht und das war toll. Also ich habe da insgesamt so viel zu geschrieben, weil ich Sachen, die ich mir merken musste und nicht seitenweise. Das war schön. Es hat mir gut getan. Ich möchte so ein das tut mir gut Projekt irgendwie immer so bei mir haben gerade. Das brauche ich. Mensch, Leute. Am Anfang habe ich eben gedacht, ich habe irgendwas vergessen und es fiel mir nicht ein. Vielen, 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 vielen herzlichen Dank dafür, dass ihr mitgemacht habt bei meiner Ukraine-Aktion. Ich hatte ja 4 Anleitungen von mir auf Ravelry reduziert und die dann, wenn ihr die gekauft habt, den kompletten Erlös gespendet an das Deutsche Rote Kreuz für Flüchtlinge aus der Ukraine. Und es sind, jetzt habe ich den genauen Betrag nicht zusammen, also ich habe im Endeffekt mit ein bisschen dabei zu tun noch von mir 210 oder 220, Mist, ich bin scheiße vorbereitet, tut mir leid. Ich meine 210 Euro ans Deutsche Rote Kreuz überweisen können und das finde ich total toll, dass das geklappt hat. Dass wir das gemeinsam gemacht haben, einfach so, dass, ja, das war mir eine Herzensangelegenheit und hat mich wirklich sehr glücklich gemacht, dass ihr da alle so dabei wart. Ganz, ganz toll. Schön, dass man das mit euch machen kann, ehrlich. Ja, sage ich jetzt hier fast am Ende des Videos. Aber egal, ihr guckt ja hoffentlich alle bis zum Ende.
So, genau, weil das war's schon. Das ging ruckzuck diesmal, ne? Aber, ich weiß es nicht, aber ich glaube, ich habe auch nicht so viel Zeit zum letzten Mal vergehen lassen, oder? Also es kommt mir auf jeden Fall nicht so vor. Ja, vielleicht hören wir uns dann umso schneller wieder. Das wäre ja schön. Für mich auf jeden Fall. Ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen weiter stricken können und habt jetzt noch einen schönen Tag. Bei mir ist ja heute Sonntag. Die Sonne scheint endlich mal wieder ein bisschen und es ist angenehme Temperaturen sind draußen. Und ja, ich werde jetzt wahrscheinlich noch mal ein bisschen rausgehen mit den Hunden, das ein bisschen genießen und dann den zweiten Ärmel zu Ende stricken. Und ja, die Strickjacke werde ich euch mit Sicherheit das nächste Mal zeigen können. Dann macht's mal gut und habt noch eine schöne Zeit. Bis denn, euer Marchenmiehe-Löns.